Hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt müssen wir mal zusehen. Oh, ich wollte mich gerade um die Ecke schleichen. Das ist gar nicht notwendig. Die Burschen sehen einen ja sowieso nicht. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die beiden Mädels hier rausbekommen. Hätte ich denn hier die Möglichkeit, das zum Beispiel zu schließen hier im Fall der Fälle? Zocken sie da? Wie bekomme ich den fort? Ich mal ordentlich Angst. Angst einjagen. Kommt die? Ob ich mich je an die starrenden Augen gewöhnen kann? Ach, jetzt gehen sie. Okay. Hier ist der Ausgang. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Ist das etwas, was wir schon entdeckt haben sollten? Wo ich den Polizist sehe, ich bleib dabei. Irgendwas hat das mit der Polizeistation zu tun. Kleine Vermisstenmeldung, Verbindung zwischen den Morden. Mit dem Bild des Scheiterhaufens. Buch über Geister. Hier brennt was über. Notizen der Mutter. Hier. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Verdacht. Oh. Baxter wird's nicht sein. Ich möchte jetzt aber auch nicht spoilern. Mir kommt der Schwager komisch vor. Vielleicht hattet ihr die Idee schon eher. Was macht er denn? Schlüssel vergessen. So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Aha. Ich hoffe, die meint ihren Frosch oder sowas. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält es bestimmt noch ein Jahr.
So sieht's mir mal nach, dass ich jetzt nicht von jedem hier Besitz ergreife. Aber da liegt was, das nehmen wir mit. Ja, das könnte nochmal interessant sein. Sah aus wie so ein Security-Mensch. Wann waren die Prozesse? 1800? Okay, war das jetzt ein Hinweis? Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Wann hat die ein oder andere Hexe finden? Mal sehen, ob sie eine Zeitzeugin ist. Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Ja. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Guttumen Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Antworten. Ich habe es nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Die Brut des Teufels ausgetragen zu haben? Ich sagte das nur aus Wut darüber, dass meine eigene Tochter mich derart wegen meiner Trauer beschuldigt. Wie bleibt das Holz so lange erhalten? Ist hier etwas, was mit den Glockenmorden zu tun haben kann? Ja. Mal sehen. 7 Hinweise. 7 Das heißt, es ist alles absuchen. Das ist die Falte. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Du Geißel Salems. Es ist Zeit, für deine Sünden zu bezahlen. Ich erinnere mich an einen hellen Lichtblitz. Und dann nichts. Also war es eigentlich keine richtige Hinrichtung. Genau. Aber trotzdem starb jemand dadurch. Yep. Also, wozu das Ganze? Sie wollten Leute zum Reden bringen. Zum Reden? Wie sollten sie mit diesen schweren Steinen auf der Brust reden können? Ergibt für mich auch keinen Sinn. Habt ihr das Geräusch gehört? Chris? Fleck? Ist doch der Fleck, ne? Gestehe, Hexe! Gestehe deinem Bund mit den dämonischen Vertrag dunklen Kräften! Okay, aha. Das war das Haus von dem Irren. Vertrag mit den Dämonen. Ich
nicht so schlimm wie andere Dinge hier drin, aber wäre es nicht entsetzlich, den ganzen Tag in so einem Ding eingeschlossen zu sein? Allein es gab Kinder, die ihre Eltern angeklagt haben? Ja, ich meine, wenn es hier ist, wird es wohl wahr sein. Kann mir nicht vorstellen. Das waren doch Blaulichter. Oho. Bleiben wir aber erstmal hier. Würden Puritaner so etwas sagen? Das Stück ist urkomisch, aber keiner kapiert's. Nö, ich auch nicht. Komisch soll's sein. Wo gibt's denn noch Hinweise? Bleib höflich. Ja. Ist die Dame von der Kasse hier, scheinbar. Gibt's noch was? 5 von 7. Sondern auch alle möglichen anderen Dinge. Du konntest fürs Tratschen da landen? Wow, Tratschen ist destruktiv und so, schon klar. Aber das ist hart. Das ist der Scheiterhaufen. Verbrannt. Das ist das Offensichtliche. Folter. Sophia oder Rose? Das ist ein Shit. Ernsthaft. So, und das muss... Ich frag mich, wie lange sie Leute unter Wasser gelassen haben. Das letzte sein. Lang genug. Okay, Wasser. Ertrunken. Und das ist jetzt so viel. Äußerst. Die öffentliche Demütigung. Es muss wie der Pranger gewesen sein. Nur mit dem Unterschied, dass man beinahe ertrunken ist. 1, 2. Verbrannt, ertränkt. Mit den Steinen schlagen, das hat man noch nicht. Mit den Seilen. Oder doch? Hier geht's gar nicht darum, irgendwas rauszufinden, was da dieser Glockenmörder macht, sondern das ist pure Lust. Und er fühlt sich hier inspiriert. Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Die nächsten Todesarten dann wahrscheinlich. Oh.
Ja, und nun? Das sind gar kein Ende mit dem. Das ist ein Geisterzug. Oh, das wird mich ja nerven. Ich sitze auf dem Pott und dann... Kommt da und so ein Zug hier reingerauscht. Gibt's doch nicht. Himmel. Ausstellung über den Tod. Gott sei Dank ist das Geräusch weg. So, und hier oben wird restauriert. Grauen auf den Gleisen. Können mich ja eigentlich jetzt nicht mehr schocken, ne? Mir ist so ganz gut vorbei. Ach, vorsichtshalber mal. Nein, keiner da. Übersehen? Nee. Ja, steht da der Zug? Ah, da ist noch was. Sie denn, ja? Ich glaub's Joy? Nicht. Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Oh. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Aha, Gegenteiltag. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Na dann. Durchsuchen wir mal alles.
Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Hat hier jemand diese Anklageliste auch gefunden? Und das sind dann Nachfahren, diese Opfer. Oh Gott, jetzt fange ich an, wild herum zu spekulieren hier. Sechs erst. Seltsame Sachen. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. War sie hier? Wir müssen wieder hier rein. Für die Ermittlung. Ach, gut versteckt. Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Nee, oder? Es heißt, die gehängte Hexe. Gruselig. Es ist das Symbol des Mörders. Junge. Okay, was das zu bedeuten hat in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch bis dahin Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen da, abonniert, wenn ihr diese Serie toll findet, dann verpasst ihr nicht eine Folge. Bis dahin und tschüss.